Wie schnell? Ja. Verbesserte Hast. Geht halt leider nur auf einen Troll. Komm, wir gehen hier noch ein bisschen rum. Nach unten vielleicht, da ist die Sackgasse. Ja. Ah ja, sieht so aus. Ja, Trolle können ja gar nichts. Ja, richtig. Ich weiß noch, früher waren die echt heftig. Ja, ich weiß. In der Festung Danis, da hatten wir echt Probleme mit denen. Ich speichere gerade wieder. Oh, jetzt haben wir zwar wieder einiges. Den Zauber ist eigentlich auch verbraten hier. Ja, interessant. Können wir in das Haus da rein? Ah, das ist einfach offen da oben. Sollen wir da noch hoch schnell? Ja. Da sind nur Kinder. Oh. Monsters. It's just strangers. Can you help us? Wir haben ja schon geholfen mit den Golems. Sind das die, die da oben gewohnt haben, oder was? Zumindest wurden die da hochgetrieben. Soll ich sie zu den Stadttoren schicken? Wäre vielleicht nicht so schlecht, oder? Ja. Okay, sollen wir jetzt hoch in diesen Tempel gehen? Was gibt's denn hier noch Schönes? Ja. Würde ich sagen, ja. Boah, die Wegfindung, die macht mich fertig hier, aber so richtig. Boah. Aber ich buff uns davon noch ein bisschen. Ja. Wenn dein Typi da ist. Ich habe keine Heilung mehr und so, aber das sollte ja auch so gehen. Geh mal rein. Yep. Go. Okay. Das ist ein zuerst Eisen. Den Magier. Mein Tipp ist, da, dass wir versuchen, den Magier auszuschalten. Okay. Problem ist, rechts steht noch ein Rakshasa, aber gut. Da quatscht uns jetzt erst noch an, oder? Und ja, dann, wir haben schon mit dem geredet. Ja, stimmt, wir haben schon mit dem. Ich probiere es aber gleich, so viele Zauberer hier rein zu ömseln, wie auch nur irgendwie geht. What the fuck? Wie schnell der down war. Abartig. Ja, ich bin gestunt, ich kümmere mich um den Rakshasa rechts. Der Golem ist gleich kaputt. Er ist schon tot. Krass. Wie wir sie überrannt haben einfach. Krass. Echt krass. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht, ey. Ach, fallen sieht's hier nicht aus, oder? Was ist nicht? Der konnte ja nix, Was ist da Tolles in der Mitte? Weiß nicht, ich hab noch nicht geguckt. Du bist Lootmeister, also ich... Ja, du stehst da, glaube ich, im Weg rum, ein bisschen. Oh, sorry. Dass die Zuschauer das schön sehen. Da ist gar nichts. Echt jetzt? Da muss man, glaube ich, irgendwas reinlegen oder so. Okay. Lass einfach hier drin nochmal kurz pennen, Moment, weil wir jetzt so viele Zauber verbraten haben. Und ich denke, hier drin kommen eher unwahrscheinlicher Gegner als jetzt zum Beispiel draußen oder so. Was ich auch abgöttisch liebe, dass man, wenn man Pfeile zum Beispiel im Inventar auswählt und die verschieben möchte, kann man nicht all, also es gibt keinen Button für all, weißt du, alle auswählen. Oder? Gibt's das? Ich hab's nicht ausgewählt. Du nimmst einfach den Stapel und verschiebst ihn. Einfach einmal anklicken und verschieben. Aber wann wählt dann dieses Ding aus? Diese Mehrfachauswahl? Ja, Doppelklick oder? Wenn du einen Doppelklick drauf hast, ja. Ah, fuck, okay. Eben. Dann hab ich das verballert. Ja, kein Scheiß. So. Dann pennen wir kurz. Ja, es geht hier drin bestimmt besser als. Ja, super. Hat funktioniert. Ja, noch kurz. Ja, ja. Kein Stress. Stress, Mann. Ich mach noch kurz Ordnung im Inventar, weil ich.
Jojo. Kommen nochmal Vampire? Ich glaub's eher mal nicht, weil Budi ist ja tot. Die arme Budi. Mimimimimi. So. Gut, dann können wir, glaube ich, weiter. Na dann. Auf zum Atem. Atem, Atem, Atme Atem. In uns. Gehen wir nach links, oder? Ja. Über das kleine Brückle da. Gim. Und dann drüben erstmal nach unten, würde ich sagen. Ach, da geht's gar nicht. Ah, ich dachte, da ging's schon rüber. Okay. Hier runter, oder? Genau, so schrecklich runter, oder? Jo. Weil das zu The House of the Talisman und The Priest's House. Erstmal die Plattform clearen, würde ich sagen. Wenn es was zu clearen gibt. Ja. Ja. Ein Steingolem. Warum sind hier so viele Golems? Sind das die Verteidigungsgolems oder sowas? Ja, aber die würden uns ja nicht angreifen, diese. Komisch. Okay. Oh. Okay, dann die Skelette. Go, go. Helfen wir denen. Wenn ja nix, können die nix. Nice. Loot, loot. Wir haben noch nix. Geht. Ah, schön, so ein bisschen was haben sie. Spejagott, dass man das nicht normal machen müsse. Entschuldigung. Dann gehen wir hier rechts unten ins Häusle, oder? Jo. Gehen wir erst unten rein, dann oben. Ja. Hätte ich jetzt gesagt. Jap, jap, jap. Land für unsere, danke. Ready? Sicher. Okay, hier liegen nur Leichen drin. Und da hinten rechts kann man irgendwas drehen. Erstmal nach Fallen suchen, sagst du? Das wirkt voll magisch und so da hinten. Mhm. Boah, 3 Gold. Bäh. Ja, Mann. Eine Schliftlolle. Oh, haben wir. Haben wir. Ist gut, oder? Ist voll gut. Gerade 9 ist das, weißt du? Voll gut, oder? Mhm. Eigentlich könnte ich mal. Ah, der nimmervolle Beutel wird auch schwerer, wenn man den voller macht, oder? Ne, ich glaube nicht, oder? Dann könnte ich mal dem Halbling gehen, das wäre, glaube ich, ziemlich clever eigentlich. Dann muss ich immer so rumschieben. So. Gut. Soll ich mal drehen? Gut. Willst du noch speichern? Du. Ja, ich speichere und du darfst. Jetzt neu von, du darfst drehen. Ich meine, wenn da 3 Leichen davor liegen, ist das nicht so ein gutes Zeichen, würde ich jetzt behaupten. Ne, it's locked and no amount of pressure will force it open. 5 pressure plates, each adorned with symbols common to Sudan SLA. Cryptic text below the runes makes reference to a priest's stone in the room above. A clue to the puzzle, perhaps above the runes, the inscription reads, the natural order shall prevail. Oh mein Gott. Obviously the runes on the box must be pressed in a certain order to access the contents. The edge of the box seems corroded as if by acid. Which rune will you press? Ich glaube, das können wir jetzt noch nicht machen, oder? Nee, können wir noch nicht. Gut. Gut, dann auf ins Oberstübchen. Jetzt kommt wieder freudiger Wegfindungsspaß. Oh Gott, Achtung, an, von meiner Zeit. Am besten gedacht. Jeden Einzelnen, einfach jeden Einzelnen. Dann geht's nämlich. Ich komm da gar nicht hoch. Okay, ich glaube, du kannst rein. Ah, nein! Achtung, 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 Achira macht ab. Achira geht ab. Boah, das ist doch zum Kotzen. Soll ich? Ja. Oh.
Ach, ich mag ja leere Räume mit Loot. Wie macht der Zug? Loot, loot. Genau. Ich habe Stein gefunden. Du hast Stein gefunden? Hübschen Stein. Hübsch, hübsch. Kann der hübsche Stein, was? Gold im einstelligen Bereich. Beeindruckend. Wow, Gold im einstelligen Bereich. Wie viel waren es? 7? Elven Priest Stone. Huh. Okay. Den brauchen wir bestimmt für irgendwas Tolles. Wahrscheinlich für das Rätsel, oder? Weiß ich nicht. Es könnte durchaus sein, dass wir den auch dafür brauchen, ja. From Corallin all began. Ah, ich glaube, da ist ein... Wie viele Symbole gab es da unten in dem Ding? Zufällig 1, 2, 3. Relativ viele. 4, 5. Also hier ist jetzt... Lies mal durch, was da draufsteht. Moment. Was ist gegeben? Ach, der Schutzstein. Das sind auf jeden Fall diese ganzen Symbole irgendwie mit jedem als einen Satz so als. Ja, das können wir unten mal probieren, oder? Ja, vielleicht ist es ein Hinweis darauf, auf was dieses Zitat bezieht. Oder? Ja. Weiß ich nicht. Warte. Cool. Ich schreib's mir kurz auf. Oder unten ist was zum. Unten kann man das ja nicht mehr kurz angucken. Oder was übersehen, da unten ist was zum Looten. Draußen. Ja, ich schreib das trotzdem noch kurz ab. Jo. 29 Gold, bam, hat sich gelohnt. Hammer. Hat sich gelohnt. Ja, reden wir gleich nochmal damit den unten. Soll ich das machen? Ja. Okay. Mom. So, das Zitat war. Es wird nicht mehr. Mach mal. Es wird nicht mehr genannt. Ah, doch hier. Mach mal Corallon. The natural order shall prevail. Ja, mach mal Corallon. Also das vierte. Mhm. Wie kommst du gerade drauf? Weil ich das oben abgeschrieben habe. Ach so. Hast du es für. Okay. Jo, hab ich. Dann das erste. Das Relief Fane. Ja. Ja. Dann das dritte. Symbol of Water. Symbol for Water. Ja. Dann das erste. Sudanissala. Ja. Und dann noch Tree of Life. Und. Ja. Nein, das war es nicht scheinbar. Hä? Was hätte ich jetzt eigentlich erwartet? Weil das ist die Reihenfolge, die ich aufgeschrieben habe. Warte, ich gucke mal kurz. Hm. Weil das ist doch nicht so einfach. Ich weiß es nicht. Ja, weil erst ist From Corallin all begin. Relifane grew, das haben wir gemacht. From the branches of Relifane the water flowed. Granting life to the tree. Sultanesala owls. Oves all the tree. Ah, fuck, ich glaube, wir müssen nochmal kurz. Ja, kein Stress, also so viel Schaden macht es nicht, also, das Ding. 4. Ja. 1. Ja. 3. Ja. Dann 1. Warte. 2. In dem Fall. Und dann 1. Also jetzt kommt ja. Tree of Life. Ja. Ja. Ein Talisman. Kann ja was. This is the holy symbol for the elven god Relifane. Kann nichts bisher zumindest. Aber werden wir bestimmt für irgendwas brauchen. So, dann kommen wir weiter. Stimmt, ja. Sollen wir jetzt. Ja, ich speichere kurz an der Stelle. Blow. Jetzt zu dem ins Haus, oder? Wo ist das? Weiter im Prinzip gegen so, Emo-Zeigersinn. Ja, genau. Ja. Wer wohnt hier so? Nabasu. Aha. Ich glaube, die wollen uns alle killen. Ah, nee, glaube ich nicht. Oh, fuck. Okay, der ist schon tot. Zeitstab wirken, Mama. Mal gucken, was er jetzt so Tolles macht. Meteorschwarm, oh Gott. Und Thor macht er als nächstes. Heilige Scheiße. You see it?
Nalia, was macht die Nalia da so ganz vorne? Raus, 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 raus. Wir ziehen uns mal ganz schnell zurück. Was geht denn bei dem, hä? Ja, wir lassen die Zauber einfach auslaufen. Komm, wir rennen weg. Sagen Tschüllüli. Die Lame-Taktik, voll gut.